Hallo, ich sitze hier an Freiburgs erstem Parklet in der Moltkestraße, einem wunderbaren Platz, wo man in Ruhe ein Buch lesen kann oder ein bisschen Kaffee trinken und diese wunderbare Straße in Freiburg genießen. Leider wird es damit bald vorbei sein, wenn es nach der Stadtverwaltung geht, denn die hat mir geschrieben, dass sie es am Freitag abbauen möchten, da es sich bei einem Parklet um eine sondernutzungserlaubnispflichtige Nutzung des Straßenraums handelt. Jetzt bin ich der Meinung, dass dieses Parklet genauso zu behandeln ist wie ein Bollerwagen oder wie eine der zahlreichen Fahrradanhänger, die hier drüben stehen, die nämlich auch keine Nutzungserlaubnis brauchen, um das Fahrrad zu parken. Würde ich das Parklet hier auf die Straße stellen, würde es die Straße blockieren. Drum steht es eben hier am Wegesrand und blockiert eben nichts. Nicht mal einen Parkplatz, denn der Parkplatz hier ist so lang, dass entweder zwei kurze Autos hinpassen oder kein, und auf jeden Fall kein drittes. Deshalb möchte ich Sie, Herr Martin Horn und Herr Bürgermeister Professor Dr. Haag aufrufen, endlich sich dafür einzusetzen, dass wir nicht nur in Stuttgart, in Wien, in Seattle und San Francisco Parklets haben, sondern auch in Green City Freiburg.